Freunde, es ist mal wieder soweit. Wir haben ein neues Format für euch, und zwar den One Football Scouting Report, in dem wir euch junge Spieler vorstellen werden, die mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit verdient haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich und meinen Kollegen Helge aus dem Newsroom. Den kennt ihr ja auch schon. Er war schon in der einen oder anderen Prognose und hat auch schon hier mit mir auf der Couch gesessen und über verschiedenste Themen gesprochen. Und wenn ich sage, wir machen das gemeinsam, dann heißt das nicht, dass Helge in diesem Video auftaucht, aber er hat den Löwenanteil dieses Scouting Reports geschrieben. Und ihr findet auch einen Artikel darüber in der One Football App. Denn Helge ist extrem gut darin, junge Spieler zu bewerten, Stärken zu erkennen, Schwächen zu erkennen und einen guten Vergleich zu finden, welchen Spielern sie ähneln. Deshalb herzlich willkommen zum ersten One Football Scouting Report über Maxi Eggestein von Werder Bremen. Das Mittelfeldtalent von Werder Bremen spielt sich ja inzwischen seit der letzten Saison doch mehr und mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Und das völlig verdient. Und wenn er sich so weiterentwickelt, wird Eggestein früher oder später ein Mann für Jogis Neuaufbau und Nationalmannschaft sein. Wir wollen also damit anfangen, dass wir seine Stärken vorstellen. Guckt mal auf die letzten Spiele, gibt es eine Stärke, die man nicht ignorieren kann. Diesen rechten Huf, der plötzlich Angst und Schrecken in der Bundesliga verbreitet. Bisschen seltsam, denn Eggestein hat in der letzten Saison kaum Schüsse genommen, obwohl er extrem gut mit dem rechten Fuß ist. Grund dafür ist der beste Spielertrainer der Bundesliga, Claudio Pizarro. Ich habe Maxi im Training gesagt, dass er mehr schießen muss, weil er einen richtig guten Schuss hat. Ich freue mich sehr für ihn, dass er in letzter Zeit sehr viele Tore aus der Distanz macht. Gut, ob zwei Tore jetzt wirklich viel sind, darüber lässt sich streiten, aber genau dafür hat man bei Werder Bremen Claudio Pizarro. Denn er hat im Weltfußball alles gesehen und er erkennt Talente früher als andere tun. Und ist eben sowas wie ein Spielertrainer. Er hilft den jungen Spielern im Training und damit Werder Bremen auf dem Platz. Vor dieser Saison war Maxi Eggestein allerdings eher nicht als Torjäger aufgefallen, sondern vielmehr als absolute Pferdelunge. Und auch diese Saison macht er das wieder und läuft im Schnitt über 12 Kilometer pro Spiel. Letztes Jahr hat er es sogar geschafft, einmal die 14-Kilometer-Marke zu knacken und damit einen Werder Bremen-Saisonrekord aufgestellt. Und nicht nur das. Seit Beginn der Datenaufzeichnung ist nur ein Spieler überhaupt mehr gelaufen als Maxi Eggestein in diesem Spiel. Und der Junge ist 21. Da wird sich den Rekord für die meisten abgespulten Meter in einem Bundesligaspiel sicherlich noch schnappen. Übrigens sieht man das auch bei FIFA 19. Dort hat Eggestein eine 96 Ausdauerbewertung bekommen. Mit dem könnt ihr einfach 18 Minuten lang durchsprinten und er wird immer noch fit sein am Ende. Nur 5 Spieler haben überhaupt mehr als 95er Ausdauer. Eggestein, einer von ihnen. Und trotzdem sollte man Eggestein nicht unbedingt mit einem reinen Arbeitstier verwechseln. Das macht er zwar, da ist er sich nicht zu schade für, aber er kann eben noch viel mehr. Eine sehr, sehr starke Ballbehandlung und hervorragendes Kurzpassspiel. Über 70% seiner Pässe an den Mann gebracht. Das liegt aber eben auch daran, dass Eggestein immer wieder den direkten und riskanten Pass sucht, wenn er das Gefühl hat, ey, wenn ich den jetzt spiele, da könnte sich was Großartiges daraus ergeben. Es ist also genau diese Mischung, die ihn so stark macht. Er ist sehr, sehr stark darin, die einfachen und sicheren Pässe zu spielen. Doch wenn es sich ergibt und wenn er sieht, das könnte irgendwo hinführen, dann nimmt er auch den direkten Ball. Doch eine Fähigkeit, die Eggestein besonders stark macht, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Er macht es seinen Mitspielern einfach, ihn zu finden. Er bietet sich immer wieder in Halbräumen an, zwischen den Reihen, zwischen den Positionen. Und so kann er ganz, ganz einfach von seinen Mitspielern gefunden werden und der Ball kann in den Werder-Reihen sehr, sehr schnell und einfach zirkulieren. Und genau dieses Raumgefühl hilft Eggestein auch in der Defensive sehr gut, denn er ist kein hervorragender Zweikämpfer, nur 44% Zweikampfquote. Gut, er ist einfach auch kein klassischer Sechser. Doch weil er eben dieses Gefühl hat für Räume und Ideen, was der Gegner machen will, schafft er es einfach häufig, Zweikämpfe zu vermeiden und fängt den Ball ab, bevor es überhaupt gefährlich wird. U21-Nationaltrainer Stefan Kunz, für den Eggestein schon 7-mal aufgelaufen ist, sagte: Wir schätzen seine Vielseitigkeit. Er paart taktische Disziplin mit einem guten Instinkt für die Räume und das Anlaufen des Gegners. Deshalb weiß er genau, wann er seine Position auch mal verlassen darf. Gucken wir jetzt mal auf seine Schwächen. Und eine davon haben wir gerade schon angesprochen. Seine Zweikampfquote. Eggestein ist wirklich ein Hybrid zwischen offensivem Achter und defensivem Sechser. Er ist irgendwas dazwischen. Und deshalb könnte es ihm nicht schaden, wenn er zweikampfstärker werden würde. Problem, mit 1,81 Meter und 75 Kilo ist er bei weitem kein Monster. Und deshalb ist Philipp Bargfrede für ihn bei Werder Bremen auch so wichtig. Denn der ist einfach der klassische Staubsauger und saugt komplett alles weg, was hinter Eggestein anfällt, wenn die Gegenspieler an ihm vorbeikommen. Wenn er so einen Mann nicht an seiner Seite weiß, könnte es problematisch werden. Und dann hat Eggestein noch eine Schwäche, die er in seiner Karriere vermutlich nicht mehr los wird. Er ist nicht besonders schnell. Und wenn ich sage nicht besonders schnell, meine ich, er ist wirklich, wirklich langsam. In einem Video für Werder Bremen, das er mit seinem Bruder Johannes mal gedreht hat, sagte er, sein Lieblingstier ist ein Leopard, denn der hat absolut alles, was er nicht hat. Und meinte damit vor allem
die Schnelligkeit. Und deshalb sind von Maxi Eggestein keine Tempo-Dribblings zu erwarten. Was eigentlich schade ist, denn am Ball ist er wirklich gut. Feine Technik, gute Übersicht, doch es fehlt ihm einfach am Antritt. Er kann vielleicht den Gegenspieler mal aussteigen lassen und dann ist der Gegenspieler doch wieder vor ihm, weil er zu langsam ist, um an ihm vorbeizukommen. Und deshalb muss Eggestein sich auf das konzentrieren, was er kann. Räume finden, Bälle verteilen. Bei Werder Bremen hat er in seinen jungen Jahren inzwischen eigentlich schon fast jede Position im Mittelfeld in verschiedensten Systemen gespielt. Ob als alleiniger Sechser vor der Abwehr, als Teil einer Doppelsechs im 5-3-2 oder eben als Achter in einem 4-1-4-1. Er ist anpassungsfähig und auch deshalb für so viele andere Vereine auf Dauer sicherlich interessant. Gucken wir jetzt mal auf Maxis persönliche Entwicklung. Der Sohn von Fußballtrainer Karl Eggestein stand jahrelang im Schatten seines Bruders Johannes Eggestein. Denn der galt als das absolute Ausnahmetalent. Schon mit 17 Jahren waren unter anderem Manchester United sehr daran interessiert, Eggestein, also Johannes, nach England zu holen. Und Maxi? Ja, bei dem galt zu klein, nicht gut genug für die Bundesliga und er schaffte es auch am Anfang nicht, sich bei den Profis durchzusetzen. Und Eggestein ist einfach auch kein auffälliger oder schillernder Typ. Ganz im Gegenteil, er sieht eigentlich so aus, als wäre das Gesicht von FIFA automatisch generiert worden. Und erst als Florian Grillitsch Werder Bremen verließ und er auf die 6 bzw. auf die 8 gerutscht ist, gelang ihm sein Durchbruch. Und inzwischen ist es der 20-jährige Bruder Johannes, der um seinen Platz im Profikader bangen muss. 11 Minuten Bundesliga bisher in dieser Saison. Und nicht nur das, auch der nächste Vertrag steht noch in den Sternen. Und Maxi? Der kann tatsächlich von der Nationalmannschaft träumen. Starke Einsätze bei der U21, der Zusammenbruch der deutschen Mannschaft bei der WM 2018 und schon wurden die ersten Stimmen laut, Maxi Eggestein sollte für Deutschland spielen. Unter anderem von euch. Einiges mal in den Kommentaren ist mir das aufgefallen, also Shoutout an euch. Kommen wir zur letzten Kategorie und die heißt ein Spieler wie. Und in der wollen wir euch dann sagen, mit welchem Spieler man das aktuelle Talent am ehesten vergleichen könnte. Und das hier ist zwar die Pilotfolge, aber wir haben direkt mal keinen richtigen Vergleich. Denn Maxi Eggestein ist eine Mischung aus verschiedensten Spielern. Man könnte sagen, er ist ein langsamerer Leon Goretzka. Sehr geradlinig nach vorne, gut am Ball, gute Übersicht, aber eben langsamer. Und wenn Eggestein tatsächlich in die Nationalmannschaft kommt, wird er vermutlich eine Rolle einnehmen wie die von Sami Khedira neben Toni Kroos. Ein Ballverteiler an seiner Seite und er kann seine Stärken ausspielen. Doch elementar dafür ist eben, dass er besser im Zweikampf wird. Denn defensiv ist er eben vergleichbar mit, und jetzt festhalten, aber es ist einfach so, Andrea Pirlo. Nicht der Zweikampfstärkste, nicht der Schnellste, aber sehr, sehr clever, gute Übersicht und ein unfassbares Gefühl für Räume, der Situationen entschärfen kann, bevor sie überhaupt entstehen, Pässe abfängt und so schnelle Gegenangriffe einleiten kann. Aber wie gesagt, ein bisschen Zweikampfstärke könnte Eggestein einfach nicht schaden. Genau wie Andrea Pirlo ist auch Maxi Eggestein ein ehemaliger Zehner, der im Laufe der Zeit nach hinten rückte und seine wahren Stärken ausspielen konnte. Und genau deshalb glauben wir, Maxi Eggestein hat eine riesen Zukunft vor sich. Und das war's auch schon wieder für heute und jetzt seid ihr gefragt. Was glaubt ihr? Könnte Eggestein ein Mann für Deutschland sein? Haben wir ihn ein bisschen overhyped? Haben wir ihn vielleicht sogar zu schlecht dargestellt? Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Alles in die Kommentare. Ansonsten seht ihr hier unsere Hot Topic Playlist, alle Hot Topics, die ich je gemacht habe und das Daily von heute. Bis dahin, macht's gut.